Hallo und herzlich guten Morgen zum Fußballmanager 2017 mit eurem Gary. Es ist 10 Uhr, Sonntagmorgen. Gerade haben die Kirchenglocken geläutet, haben mich aus dem Bett geworfen. Hier bin ich also zerknittert und zerknaust noch vom Liegen und starte mit euch in das erste Nationalländerspiel, was wir haben. Ich gehe davon aus, dass unsere Kollegen hier aus Moldawien nichts reißen werden in der Gruppe und deshalb werden wir alle sofort Berechnungen machen. Was wir aber auf jeden Fall machen, was nämlich auch zum Beispiel der Presser gesagt hat, wir müssen unsere Scouts einsetzen. Ultimativ müssen wir die einsetzen. Die hier können zum Beispiel einfach mal komplett hier Moldawien, der eine hier, komplett machen. Vielleicht kriegen wir aber auch sogar bessere auf die Beine, aber eigentlich ist mir es auch Wumpe. Die hier über 50, die schicken wir mal los. So, dann möchte ich einfach weiterhin komplett Deutschland gut durchforstet haben. Kann ich nicht hier? Ne, kann ich nicht machen. Die komplette Bundesliga geht auch nicht. Hier so alle. Alle Mannschaften. Da. Bundesliga machst du, mein Freund, permanent. Der macht die zweite Bundesliga. Auswählen. Deutschland, zweite Bundesliga-Mannschaften, alle. Auch permanent. Und die. Eine nehmen wir noch, keine Ahnung. Dann nehmen wir Deutschland und vielleicht die dritte Liga, weil da wollen wir ja hin. Da wäre es gut, wenn wir da auch alle so gut wie es geht denn kennen. So. Die anderen zwei schmeißen wir raus. Mitarbeiter, die anderen beiden Scouts hier, die schlechteren. Vertrag, nee, nicht verlängern, ups. Entlassen bitte, ja, ja, 1000 Euro, tschüss, auf Wiedersehen. Entlassen, jo, 1000 Euro, tschüss. Und stellen ein. Leo Leiner, ach komm, passt doch eigentlich ganz gut hin. Ich weiß nicht, so richtig gut kommen wahrscheinlich eh nichts zu uns. Oh, nimmt er an. Dann gucken wir noch nach stärkeren. Dann gucken wir hier noch in Deutschland bei einem. Was haben wir denn hier noch für Menschen am Start? Der Pierre Littbarski. Hallo, guten Tag. Ja, super. Dann nehmen wir doch noch den Pierre Littbarski. Das ist ja super geil. So, da sollten wir dem auch eigentlich mal ein Manager-Bild hier. Ding hier verballern. Pierre Littbarski, guten Tag. Alles klar. Ihr habt euch gemeldet. Ganz oft und ganz viel. Super geil, fand ich's. Guck mal gerade in die Jugendmannschaft mal rein. Ich hab hier dem Marius Lange, dem Mario, habe ich ein Bildchen gegeben. Guck mal hier, das ist jetzt dein Gesicht. Musst du mit leben oder du schickst mir an garyblumark@web.de ein eigenes. So, und dann habe ich noch gegeben, pass auf, hier, wo ist das? Der Paulus hat auch ein Bild bekommen. Ich dachte, der sieht aus wie ein Luxemburger, hab ihn deshalb genommen. Der guckt auch so nett und freut sich so voll. Der ist so voller, ach, voller Ehrgeiz und Elan und, ah, ja. Du bist übrigens auch in der Nationalelf von Luxemburg in der U19. Wenn du ein anderes Bild haben willst, auch, ne? garyblumark@web.de. So, dann haben wir hier noch zwei Anfragen gehabt für Spielerbilder. Und zwar einmal der Yannick Nussbaumer. Wo war das hier? Der wollte den Ronny haben. Wo ist denn im Moment unser Ronny? Da, der Ronny Cainova. Den nennen wir jetzt Anest. Und der heißt jetzt Yannick Nussbaumer. Ich mach mal da noch so, damit ich weiß, wer das war. Für mich so Spitznamen mal rein, ne? Also, Janu, hier bist du am Start. Warte mal, bevor ich das wieder vergesse. Wo ist das hier? Kann ich das direkt aufschreiben, damit ich dir auch im nächsten Ding geben kann. Wenn du ein Bild haben willst, schickst du mir eins. Ansonsten bekommst du eins aus dem Archiv. So, 0508-2000. Und wir hatten noch einen, nämlich den Ralph Gaming, Entschuldigung.
Und der hat gesagt, er nimmt den Florian Dobras. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo der ist hier. Dobras. Da ist er. Hier ist der Florian Dobras. Den wolltest du gerne haben. Und dann nenne mir den natürlich auch so. Dann hast du gesagt, Raphael Hamburg. Rough Gaming. So. Auch du, ne? Ich schreibe es mir gerade auf hier. Hamburg, RA. 29.09.2002. So. Gleiches Spielchen wie bei den anderen. Wenn du ein Bildchen haben möchtest, dann schickst du mir eins an garyblumark@web.de. Ansonsten kriegst du eins aus dem Archiv. Ja. Vielen Dank. Ja, oder bitte oder wie auch immer man dazu sagen soll. Jetzt habt ihr eure Spieler. Der Janu hat auch direkt gesagt, er drückt natürlich die Daumen für den Aufstieg. Sieht super geil aus hier im Moment. Statistik, wir sind super geil zufrieden. Und Paulus, danke für den Spieler. Ja, bitteschön. Was haben wir noch für Kommentare gehabt? Der Dom hat sich wieder gemeldet und hat genau wie der Rival Player gesagt, geile Folge. Und der Dom hat auch noch gemeint, Aaron Anstoß müssten wir in unsere Jugend integrieren, als Sohn von Arnold Anstoß. Ihr kennt ihn, unseren Co-Trainer, der ab und zu schon mal eine Ansage macht. Presser, ja, fand's auch gut. Und Scouts nach Moldawien, habe ich gemacht. Und Wien-Dienst hat sich auch gefreut. Der vierte Sieg in Serie. Ob es jetzt genau in Serie war, weiß ich nicht. Ich meine nicht, weil wir zwischendurch dieses Unentschieden hatten. Aber alles super geil, ey. Erster Platz können wir uns nicht beschweren. So, bevor wir jetzt hier weiter uns verlieren im Geschwätz, machen wir ja mal sofort Berechnung mit Moldawien. Aber heute wird hier kein Zweikampf auf den Weg gegangen. Guck mal, selbst hier gegen Albanien sind wir echt die schlechtere Mannschaft mit fast 100 Punkten weniger. Mit denen können wir nichts reißen, aber wir können ein bisschen Geld verdienen. Ist dann halt so, ne? Gut, 1-0 zur Halbzeit, das sieht sogar gar nicht so verkehrt aus. Was haben wir denn hier noch so? Wen haben wir denn hier so an jungen Leuten? 24er, hier der LV, 24, 22, der Stürmer. Okay. Das heißt, hier den 22. Stürmer packen wir mal rein. Den. Welchen von beiden LVs war das jetzt hier, der Junge? Hat der Bock dann? Der kommt dann auch mal rein. Und dann haben wir hier noch den OM, der ist richtig scheiße drauf. Aber da haben wir auch nichts wirklich. Das ist jetzt auch noch hier mit der Beste der Unita. Lassen wir einfach so Halbzeitansprache. Das war nicht der Matchplan und hier darf der Assistent das machen. Und dann gehen wir weiter. Tja, was liegt an? Wir haben einen Spieltag auf jeden Fall vor uns, wo wir natürlich versuchen wollen, uns hier von der besten Seite zu präsentieren und noch. Ah, scheiße, wir gehen hier auch noch richtig unter jetzt in der zweiten Hälfte. Und da unsere momentane Form und unseren Lauf ja, aufrechtzuerhalten. Oh, krass. Guckt euch das mal an. Niederlande gegen England 1 zu 7. Alter Falter, 4 Buden vom Sturridge. Oha. Was sagt ihr denn zum 32. Spieltag? Das war auch gestern ziemlich krass. Leider war ich durch das Fortbildungswochenende ein bisschen zwischen Wind und noch vollgepumpt mit Getränken und deshalb bin ich ja so zwischendurch eingeschlafen, obwohl es überhaupt gar kein Spieltag zum Einschlafen war. Der war richtig krass. Also, puh, da habe ich auch gedacht, Junge, Junge, alter Vater. Da ging es ordentlich, gab es da auf die Klöten, ey. Bayern und na, diese anderen da, die ich nicht mag, also beide Vereine, die ich nicht mag, da haben sich richtig einen gegeben. Ordentlich, ein krasses Spiel gewesen auf jeden Fall. Die Dortmunder leider nur unentschieden gespielt, aber ist so, ne? Muss man auch dann mit leben eben. Und ja, Abstiegskampf ist jetzt auch schon etwas entschieden. Ist nur noch der Relegationsplatz offen und der geht ja eigentlich auch jedes Jahr an Hamburg. Das heißt, der ist eigentlich auch schon durch. Aber es war auf jeden Fall ein krasser Spieltag irgendwie. Dann noch dieses abgebrochene oder verschobene Spiel, hätte ich fast gesagt, da mit dem Gewitter von Wolfsburg. Mensch, Mensch, Mensch. Gut, wir haben jetzt hier Freundschaftsspiel vor der Brust. Da können wir gerade noch hier einfach ein bisschen was reden.
mit den Leuten, weil ich rede ja angeblich schon wieder zu wenig mit allen, was so Quatsch ist. Und dann gucken wir uns das Freundschaftsspiel an, gehen wir natürlich auch ganz schnell durch und nehmen dann den nächsten Spieltag auf jeden Fall mit. So, wir können wir hier noch irgendwas sagen, stärker werden. Achso, einen wollten wir doch hier, den Wörle, wollte ich doch immer sagen, jetzt hier jeden Tag, wo immer es geht, Verantwortung übernehmen. Ein super letztes Spiel. So, jetzt gehen wir noch in die zweite Mannschaft rein, ob wir da was gegen können. Emir können wir dann sagen, wie geht's dir eigentlich, wenn wir noch so ein paar Mal hin und her klicken. Ja, jetzt. So, ja, ich ignoriere meine Spieler, das geht überhaupt nicht, das ist auch Quatsch. Das nervt auf jeden Fall auch ordentlich. Gut, gut, ja, ich bin voll raus hier, muss ich sagen. Zwei Tage keine Folge, ey, und schon weiß ich nicht mehr, was man machen muss hier. Was muss man hier machen? Irgendwas anklicken war das, ne? Wir verlieren das heute nicht. Der erste FC Fichtelberg ist ja schon quasi unser Stammaufbaugegner für Wochen ohne Ligaspieltag. Und der Presser macht hier ein Tor, der Wörle macht ein Tor, der Steini macht ein Tor. Es steht 13:0 zur Halbzeit, super geil. Dann können wir hier ein bisschen auswechseln. Dann kommt der Paulus zum Beispiel in der zweiten Halbzeit rein. Linkes Mittelfeld sieht gut aus. Aber wir gucken auch so ein bisschen hier auf die Frische und die Fitness. Machen wir hier mal ein bisschen was Verrücktes. Kommt der Lose mal auf links. Ich glaube ja nicht, dass wir das hier noch verlieren. Und linker Verteidiger ist auch gerade mit der Frische ein bisschen fertig. Der Saladidis. Aber hat auch nur eine 4. Würde ich also gerne ungern auswechseln. Das heißt, wir gucken noch jetzt bei niemandem und lassen es einfach mal so. So, oh, ich Idiot, hab wieder nicht die Ansprachen gemacht. Das vergesse ich bei Freundschaftsspielen aber auch echt oft. Weiß auch kein Mensch, warum das so ist. Gut, ja, hier haben wir einen 4-0 mitgenommen, ein paar Noten einkassiert, ein paar gute. Der Presser ist Spieler des Spiels geworden. Alles klar. Und der Aufsteiger kommt zu uns. Und Mauro Icardi kommt nach Arsenal. Für fast 60 Millionen wechselt Mauro Icardi nach Arsenal London. Kenny Tete, den habe ich auch immer mit Dortmund geholt. Wechselt von Turin nach Tottenham. Nacho Monreal von Arsenal nach Valencia. Haben wir hier noch. Ryan Shawcross war hier, war ablösefrei. Hat da irgendwie nicht mehr bei Stoke City den Vertrag verlängert bekommen nach 412 Spielen. Auch asoziales Verhalten. Und jetzt ist er in Hoffenheim. Herzlich willkommen in der Bundesliga. Alexander Zorniger wurde bei Würzburg rausgeworfen. Man bin ich gespannt, wer da als Nachfolger kommt. Tja, das große Geld. Boah, Arsenal London, ey. 133 Mille ausgegeben. Allein halt die 60 hier für Mauro Icardi. Und dann ist der nächste erst bei knapp 80 Millionen. Wo kommt denn der erste Deutsche? Dortmunder mit Ante Koric als Haupttyp und Bayern mit 31 Mille für Johannes Geis. Erst FC Köln hat auch richtig zugelangt. Wolfsburg. Uiuiui, Gesundheit, hallo. Hoffenheim, Leverkusen und auch Feyenoord Rotterdam. Okay. Auch ein bisschen ausgegeben. Die wollen wohl Ajax jetzt mal ordentlich auf die Füße treten. Und es gibt jetzt das nächste Länderspiel gegen die Niederlande. Die haben ja richtig auf den Sack bekommen da gegen England. Vielleicht sind sie so schlecht drauf, dass sie sogar gegen Moldawien einen draufkriegen. Wer weiß es denn, ne? So. Wir gucken uns das Spiel an, logischerweise. Es interessiert uns aber sonst nicht allzu viel hier, was hier passiert. Einmal hier so Auswechslungsassistent machen. Haben wir schon neue? Ne, haben wir noch keine neuen Scouts. Gut. Viel Spaß. Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Und in der 5. Minute steht es schon 1:0. Ich glaube, hier sitzt der Tee auch schnell getrunken. Arjen Robben macht noch, der spielt hier immer noch bei den Leuten. Okay, 3:0 zur Halbzeit. Die halbwegs passablen Noten wechseln wir mal aus. Und, hier haben wir sogar noch einen 63er. Und da können wir vielleicht auch mal hier ihn hier dann so hier hinstellen. So. Und, was haben wir dann noch?
Hier so ein Rechtsverteidiger, der kommt mal rein. Halbzeitansprachen. Ich weiß, dass ihr es besser könnt und das macht der Assi. Und weiter geht's. Also wenn wir ein Spiel hier überhaupt irgendwie gewinnen könnten, in der Gruppe, da wäre es ja schon ein Traum. Ich meine, wie gesagt, wir haben gegen Albanien auch schon abgeschissen. Das heißt, es wird nicht wirklich schwierige, einfache Gegner geben. Mazedonien könnte man vielleicht schlagen und ich weiß nicht, wie es mit Zypern aussieht. Ansonsten gibt es halt einfach Kohle für uns, ne? Was wieder in Wiedenbrück landen wird, auch wenn es unrealistisch ist. Uwe Quai, 2,5 Talent, den nehmen wir mit. Hauptsponsor, wenn wir gewinnen, 3.000 Euro, das ist schön. Und dann haben wir noch, Latkowski ist noch 9 Wochen verletzt. Alles klar. So. Den können wir dann auch die ganze Zeit nicht reden. Hier können wir machen, super letztes Spiel oder, ja, gut trainiert. Beke, haben wir nix. Steini. Auch mal körperlich stärker werden. Paulus haben wir gesprochen, Gabriele. Darf ich es sagen? Auch nicht. Gut trainiert. Kresser können wir nichts sagen. Ihn hier können wir was sagen. Dem Wörl haben wir ja schon gesprochen. So, ja. Mannschaftsführung ist klasse. Dann sind wir da auch schon wieder fast hier durch mit allen Geschwätz. Zweite Mannschaft nochmal versuchen, ob da irgendwas geht. Rede mal mit Lauretta, könnte man hier sagen. Oder komm, gib im Training alles nochmal richtig reinhängen. So. Okay. Training sollten wir generell mal noch einstellen wieder. Habe ich auch wieder gerade nicht so dran gedacht, aber jetzt fällt es mir ein. Da ist ziemlich wenig Fitness am Start. Das heißt, wir werden hier die Fitness mal noch reinkloppen. Hier ist schon ein bisschen mehr Fitness am Start, aber auch da geht noch einiges. Und wir machen Fähigkeiten, Doppelpässe. Allgemein und auch noch eine Fitness. Steigerungsläufe ist immer das, was die Fitness mit am meisten nach oben bringt, habe ich mir sagen lassen. Technik, Tackling und individuelles Training. Achso, ist jetzt schon voll. Okay, alles klar, lassen wir es so. Transfermarkt, da wird mir gesagt, unsere Mannschaft ist viel zu jung, wir sollten uns mal Leute holen. Aber wir haben kein Geld und, oh, guck mal hier, der war auch interessant hier aus Neuenkirchen, 65er Typ. Der Mattia Fintic. Wäre ganz cool eigentlich, ne? Wollen wir mal hier ins Blickfeld aufnehmen, auf jeden Fall. So, wunderbar. Und dann freue ich mich auf das erste Spiel nach der Mini-Pause von 2 Tagen. Bocholt ist aufgestiegen und haben aber eine richtig starke Saison hier. 5. Platz für den Aufsteiger. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht jetzt hier vertun und das auf die leichte Schulter nehmen. Wir werden natürlich versuchen, die Jungs einzustellen, dass es eben nicht passiert. Und Wiedenbrück 2 hat gewonnen. 3:2 gegen Schleswiger SV 06. Das freut mich doch. So, gucken wir es uns mal an hier. Saison bisher, beide krass geile Saison für ihre Verhältnisse. Form sind wir ein Tick besser als die Bocholder und wir sind natürlich zu Hause. Stärketechnisch sind wir auch besser und wir werden ja auch noch etwas umstellen hier logischerweise. Wobei, wir könnten auch mal mit den Leuten jetzt ins Spiel gehen. Vielleicht noch hier ihn hier reinbringen. Könnten wir uns mal angucken. Und wenn es nicht klappt, dann könnten wir ja noch auswechseln. Einzigen, den ich noch vorne reinbringen würde, gerne wäre der Pasiow als Kapitän. Und wenn es nicht passt, dann kommt Presser, Jakob und Gabriele raus. Und dann kommen hier unsere Stammpersonalien rein. So, Flessers ist aber in einer guten Form, der kommt noch für den Spinnrad. So, verbessert, ja super, stärker geworden, Kopfballspiel, wunderbar. Hier gucken wir rein in den Spielbericht. Jerome Albrecht, Patrick Schulte und Frank Lampach. Der hat auch ein Tor gemacht. Gut. Das ist doch wunderbar. Jugendspieler, okay. Datenbank, Scouting. B-Junioren
haben 2-0 gewonnen. Da können wir auch mal gerade reingucken. Die scheinen diese Saison auch schon wieder richtig gut dabei zu sein. Ergebnisse B-Junioren. Ja, Aufstieg. Platz nach immerhin 4 Spielen. Das ist ganz ordentlich. Da geht vielleicht nochmal was in Richtung Aufstieg. Die sind letzte Saison schon aufgestiegen. Und Wiedenbrück 2 jetzt hier im Mittelfeld der Schleswig-Holstein-Liga. So, erste Mannschaft, alles klar. Ich weiß nicht, was ich noch gucken wollte gerade. Irgendwas hatte ich im Kopf, habe ich schon wieder vergessen. Ist so, macht aber auch nichts. Und ja, wir gehen jetzt mal ins Spielchen. Und wir werden hier natürlich nicht die Sofortberechnung nehmen, sondern den Textmodus. Ja. Gucken wir mal, was Anton Anstoß noch so zu sagen hat, würde ich sagen. So Männer, gleich sind wir wieder alle voll da. Wir machen frühzeitig den Sack zu. Die anderen können gar nichts. Unseren neuen Tabellenplatz habe ich mir schon ausgerechnet. So, herzlich willkommen im Heimspiel. Referee Mark Heidel hat die Partie freigegeben und wir sind eher defensiv ausgerichtet. Das stimmt mit 2 ZMs im Vergleich zu sonst, aber die erste Ecke gehört uns. Die bringt der Mackie rein von links und da ist der Manfred Wachter und köpft die sofort wieder raus. Sololauf von Schlosser, der macht da ein paar nass. Hunmold will erst klären, dann kommt der Ball aber zurück zu Schlosser und er schießt ihn einfach rein zum 1:0. Marcel Schlosser, zweites Tor in dieser Saison. Das ist auch schon stark für ihn. Wunderbar, egal. Richtig schön, wunderbar. Weit zur vorgezogene Fabian-Gabriele-Flanke. Wörle legt gefühlvoll ab. Steini ist da mit vollem riesigen Volleyschuss aus 18 Metern und hämmert ihn rein. Nein, übers Gehäuse. Nikita Goilo steht da im Tor. Nikita, war das nicht auch so eine Agentenserie mal in den 90ern oder so gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Kopfball nach der Ecke von Schlosser. Geuler geht auf Nummer sicher. Lenkt den Ball über die Latte. Und es gibt erneute Ecke. Die dritte jetzt schon von Mackie. Von rechts Pasiow und Hunold kommen da im Kopfballduell aneinander. Hunold kann sich durchsetzen. Ja, so stelle ich mir das doch vor. Direkt hier am Anfang klar Schiff machen. Die Jungs von Bocholt haben noch keinen einzigen Aktionsradius zeigen können. Pasiow jetzt schon wieder auf Schlosser. Der zieht sofort ab. Nikita Goilo ist unten im linken Eck und hat mit einer Glanzparade den Ball da festgehalten sogar noch. Keine Chance für den Abstauber. Ich hab's Gefühl, der Steini stand schon wieder bereit. Aber es ist immer noch nur Wiedenbrück am Start. Salisidis bleibt erstmal hängen. Dann kommt er aber weiter an den Ball, weil er Einsatz zeigt. Spielt flach in die Mitte. Da ist Steini. Und Ecke, weil Thomas Milot den noch abwehren kann. Aber die Ecke wird gar nicht erst gezeigt. War wohl so schlecht, dass wir diese nicht brauchen. Steini will jetzt zusehen, dass er auch ein Tor macht. Aber Thomas Milot grätscht da den Ball fair vom Fuß, da surft er den Ball weg. Ast rein. Pasiow grätscht da in eine Flanke rein und grätscht den Ball ins Tor. Vorlage Salisidis. Tor Pasiow 2:0 vor der Pause. Richtig schön. Da sind ja hier, ist ja meine Taktik sofort aufgegangen, mit einer Anführungszeichen B11 mal zu spielen. Und eventuell geht hier sogar noch mehr. Mackie? Nein. Die Ecke kann der Nikita Goilo vollkommen problemlos abfangen. Gabriele versucht da auch viel auf der rechten Seite, kommt aber hier gegen Rino Dunkel nicht durch. Holt aber eine Ecke raus, die Mackie wieder bringt. Kurz an den kurzen Pfosten. Da ist Presser, der schießt, aber zu unplatziert. Und Nikita Goilo kann den Ball parieren und aufnehmen. Letzte Chance wahrscheinlich. Wieder zur Ecke abgefälschter Schuss von Schlosser. Mackie jetzt schon mit der 6. Ecke hier in diesem Spiel. Aber auch die bringt nichts ein. Boah, das ist ja richtig stark, was hier läuft. Direkt mal die guten Noten auswechseln. Und so viele, wie wir hier haben, so an guten Noten, ist schon fast die Frage, ob wir überhaupt so viele auswechseln können. Und hier, den können wir auswechseln mit der 1. Dann bringen wir mal Paulos rein. Der hat ja hier auch eine 1, der Wörle. Und dann kommt noch der Pierre Merkel rein. Ich würde sagen, das läuft. Und auch diese Wechsel werden uns nicht daran hindern, dass wir das hier nach Hause fahren. Sehe ich zumindest so. Auch wenn wir uns da nochmal ein bisschen verschlechtern wahrscheinlich von der Stärke her.
Aber wir führen 2-0, wir sind zu Hause, wir sind stärkere Team von der reinen Punktzahl her. Und ich glaube nicht, dass wir das jetzt nochmal hier aus der Hand geben. Richtig schön. Äußerst einseitig ist es jetzt hier. Ja, würde ich auch so sagen. Bocholt, mal gerade gucken in die Statistik. Hatten die überhaupt eine Chance? Ne, gar keine Chance. Manfred Wachter verliert jetzt im defensiven Mittelfeld beim Aufbauspiel den Ball gegen Michael Jakob. Der spielt zu Steini, der auf Paulos. Und macht direkt beim ersten Tor sein Tor. Ersten Spiel sein Tor. Kopfball. Paul Paulos. Aus der Zentrale mit nach vorne gekommen. 1-0. Ein Tor für ihn. 3-0 steht's. Ja. Ast rein. Das ist ja richtig cool hier. Super. Manfred Wachter zeigt jetzt hier mal, dass es auch noch Spieler gibt, die irgendwie teilnehmen an diesem Spiel von Bocholt. Oh, eine große Chance. Die erste Chance für Bocholt. Daniel Weigald legt auf Flech zurück. Ja, und er tunnelt den armen Marius Wege durch die Beine. 3-1. Das auf jeden Fall effektiv. Eine Chance, ein Tor. Zack, ist er drin. Das ist so ein bisschen ärgerlich dann, aber ja, macht mir jetzt auch nichts, ob wir dann eins reinkriegen oder nicht. Ecke von Mackie. Goylo fliegt am Ball vorbei. Steini mit einer Direktannahme. Knapp am Tor. Vorbeigeschossen, das Ding. Ja, wie gesagt, also Gegentor ist natürlich jetzt ein bisschen unnötig, aber oh. Sololauf von Flech. Blazers klärt erst, der kommt aber wieder zurück zu Flech, der nicht lange fackelt und zum 2-3 schießt. Was ist denn jetzt los hier? Hallo? Wenn wir das jetzt hier noch aus der Hand geben, dann wird es aber eine heftige Woche für meine Jungs, sag ich euch. So, wieder mal nach vorne kommen hier. Daniel Weigald wird steil geschickt. Gabriele hält ihn erst auf, aber dann verliert er den Ball gegen Weigand und er spielt flach in die Mitte. Und da ist Philipp Schmidt. Ah, Ecke. Abgewehrt von Mackie. Alter Schwede, ey, was ist denn hier jetzt los? Was soll der Scheiß? Viertelstunde noch zu spielen und wenn wir das hier aus der Hand geben, dann wird es eine richtige Klötzerwoche für die Jungs, ey. Dann gibt es nur noch Fitness. Freistoß Steini. Aus 18 Metern eine richtig gute Position. Aber Nika Goylo ist am richtigen Platz, hat er sich hingestellt und fängt den Ball. Tja, also von Seiten der Bocholder kann man hier nur sagen, mit 40% Ballbesitz und 2 Chancen bisher das meiste oder das Beste draus gemacht. Mehr ging nicht. Müssen wir echt aufpassen, dass hier nichts mehr passiert. Steini nach der Ecke, halblinks übers Tor geschossen, 10 Minuten haben wir noch. Es ist enger geworden als erhofft. Und hier gibt's eine gelbe Karte für Dennis Schwab, weil er sich nicht am Riemen reißen kann und meckern muss. Tja, mein Freund. Selbst schuld. Nochmal eine Chance für uns. Durch einen schlechten Rückpass gibt es nämlich eine Ecke. Ecke ist natürlich Arbeit für Mackie. Die kommt auf den Elfmeterpunkt. Goylo kommt raus und holt den Ball aus der Luft. Unter sich begraben, ganz sicher. Ganz gutes Spiel gemacht, der junge Typ. Und jetzt hier in der letzten Minute oder kurz vor Ende gibt es nochmal eine Chance für Philipp Schmidt. Trifft aber nur seinen eigenen Teamkollegen Daniel Weigand. Gut. Jetzt ist hier Abpfiff. Okay, ich hatte echt noch Schiss, dass wir das hier jetzt noch aus der Hand geben. Sechster Sieg in 7 Spielen. Richtig, richtig schön. Und guckt mal diese Noten an. Vor allem von Leuten, die wir sonst eigentlich nicht so spielen lassen. Der Wörle, also das ist natürlich Quatsch. In der ersten Halbzeit war es halt super, ne? Da hatten auch noch hier Presser und so richtig geile Noten. Paulos hat aber auch sein erstes Tor gemacht. Gratulation dafür. Gucken wir gerade mal rein hier. Da. Ein Profispiel, ein Tor. Das hat er echt schön gemacht. Unser luxemburgischer Paul. Und ja, wen haben wir hier? Köln gegen Köln. 1-3. Also 1. FC gegen Fortuna. Werl gegen Dortmund 0-0. Die Dortmunder kommen nicht in die Putten im Moment. Und ja, sieht das erste Mal so aus, als ob sie nicht oben mit dabei sein können. Für, ja, zumindest nicht so dominierend, kann ja alles noch kommen. Wuppertal gegen Sportbonne Siegen 1-1. Rot-Weiß Aalen gegen Schalke 1-0. Fortuna Düsseldorf gegen Rot-Weiß Oberhausen 2-0.
Rot-Weiß Essen gegen Wattenscheid 3:3, Viktoria Köln, der dritte Kölner Verein, gegen Bielefeld 1:1 und Alemannia Aachen verliert zu Hause gegen Gladbach 1:0. Wir haben jetzt 3 Punkte Rückstand auf dem Zweitplatzierten, was hier Aalen ist. Und das ist schon mal eine ganz gute Geschichte. Guckt hier, seht ihr, bei Chancenverwertung, hier Bocholt ist Dritter. Das haben sie ja gegen uns auch gezeigt, ne? Wenig Chancen und dann doch richtig viele Buden gemacht. Spieltagsstatistik. Pasiow, Wörle und Schlosser von uns in der Elf des Tages. Wunderschön. Hier ist auch noch Pasiow der Spieler des Spieltags geworden. Sehr schön. Gut, am ersten Platz hat sich nichts getan, was hier die Torjäger-Dings angeht. Aber der Daniel Gomez hat sich nach vorne geballert mit 3 Buden. Eng da vorne. Sundley Alberto wechselt zu Fortuna Düsseldorf. Aha. Und sonst haben wir keinen, den wir hier kennen. Wer hat denn Zorninger ersetzt? Kevin Prinz Dreves kenne ich nicht. Oh, Pep Guardiola ist raus bei Manchester City. Und Raman Daman irgendwas ist da der Nachfolger. Kenne ich nicht. Was haben wir denn hier für Gerüchte? Mike Hanke zum VfB Homberg vielleicht? Wer weiß es? Mike Franz vielleicht nach Schilksee? Tomasz Heito vielleicht nach Temalikia BB Nicicecka? Also hier sind einige, die wir kennen, in den Transfergerüchten drin. Marco Bode nach Elversberg, Stefan Beilich vielleicht nach Meppen, okay. Gut, damit haben wir doch schon wieder einen Sieg eingefahren. Sehr zufriedenstellend diese Saison bisher, richtig, richtig schön. Und ich würde sagen, wie kann das denn sein? Zuschauerschnitt Bundesliga Dortmund 93.000. Das heißt, die haben ihr Stadion erweitert. Das gute alte Westfalenstadion wurde einfach erweitert. Ohne mich zu fragen. Und dann haben sie auch noch 4:1 gegen Chelsea verloren. Oho. Gucken wir nochmal kurz rein hier in die Statistik der Champions League. Arsenal gewinnt gegen Turin. Oh, auswärts ist es auf jeden Fall auch eine Leistung. Boah, Gladbach 4:0 auswärts gegen Inter Mailand gewonnen. Und hier waren wir noch nicht. Nee. Der Spieltag kommt jetzt. Nächstes Spiel für uns wäre Auswärtsspiel gegen Oberhausen. Das wird schwierig. Schalke gegen Legia Warschau gewonnen. Bayern auch gewonnen. Da sind eigentlich alle deutschen Vereine bis auf die Dortmunder echt gut gestartet. Bei Leverkusen noch gewonnen. Super. Und Manchester City hat hier auch gewonnen. Direkt mit dem neuen Trainer. Mit Ramat Damavan. Wie sieht es denn in der Liga aus? Wo sind die denn? Oh, 17. nach 5 Spielen. Ja, da muss man auch mal einen Pep Guardiola entlassen. So ist das Leben, ne? Der wird schon noch, der wird nicht verhungern, der arme Mensch. Und einen Job wird er bestimmt auch wieder finden. So, dann haben wir hier noch die Europa League. Gucken wir auch kurz rein in die Ergebnisse. Wenn ihr irgendwelche krassen Sachen seht, meldet euch. Rotterdam 6:0 gegen Malaga ist auf jeden Fall schon mal eine krasse Sache. Okay. Hamburg 4:1 gegen Fenerbahce auswärts gewonnen. Also die würden auch echt sich richtig freuen, wenn es denn so wäre, dass sie mal europäisch spielen würden. Lazio Rom gegen Brügge 1:3 ist auf jeden Fall auch eine krasse Überraschung. Leipzig, oh je, ey. Direkt einen drauf gekriegt haben sie. Direkt einen drauf gekriegt. Köln hat auch einen drauf gekriegt. Dann haben wir hier noch Gruppe K. Salzburger Red Bull Brause Club hat gewonnen. Und Genua verliert gegen Alkmaar. Alles klar. Karlsruher SC ist interessiert an mir. Oh. Aber ich kann jetzt hier nicht gehen. Nicht in so einer Saison. Nee. Ja, komm, mach mal alle. Da kann ich nicht gehen. Wie soll das funktionieren? Nee. Geht nicht. B-Jugendjuroren haben wieder gewonnen. 2:1 gegen Wuppertal. Ach ne, die sind nur an einem Spieler interessiert. Okay, an Maurice Neubauer. Okay. Dachte schon, die wollten mich haben. So, Sponsor, ja, wir bekommen die 3.000 Euro vom Sponsor. Scouting ist abgeschlossen. Mannschaft der Woche und
Die Verletzungen kennen wir auch schon auswendig. Der private Bereich gehen wir nochmal. Oh, hier hat jemand, die Sandra feiert bald ihren ersten Geburtstag. Alles klar, dann machen wir doch hier einen Familienausflug. Freuen sich alle. Wie viel Kohle habe ich denn hier überhaupt im Moment? Wo ist das hier? Übersicht? Ne. Luxus. Da, 71.000, okay. Bringt noch nicht so viel. Unsere Gehälter werden auch immer mehr hier wieder im Minus. Wir hatten irgendwann mal 170. Am Anfang habe ich eben geguckt gehabt. Da waren 170, jetzt sind 174. Ah, es wird schwierig mit diesen Geldern. Wir können auch nichts mehr wegnehmen. Oder? Doch, können noch ein bisschen wegnehmen. Dann bald so wie gar nichts mehr bei Transfers. Baukosten haben wir jetzt bei 0. Um Erhöhung können wir nicht bitten. Wie sieht es jetzt hier mit dem Sponsortypen aus? Um Geld bitten. Oh Mann, ey. Immer zu früh. Für euch ist immer zu früh zum Geld ausgeben, ihr Penner. Gut, wir gucken noch kurz nochmal in die B-Jugend rein, weil da sind, glaube ich, mehr Spieler am Start, als wir brauchen. Aber das liegt auch an der Verletzung. Guck mal hier, der Uche Quai. Der kommt hier aus Gabun. Aha. Und hat passenderweise hat der Mensch aus Gabun eine Charaktereigenschaft, die ihm einen Elefanten zeigt. Aha. Auf jeden Fall nachtragend. Uiuiui. Was ist los mit dir, ey? Gucken wir gerade noch rein, ob ich hier den Leuten Trainingsziele gegeben habe. Den wichtigen. Sieht so aus, jedem hier können wir gerade noch welche geben. Einfach mal die wenigstens die schlechtesten Sachen hier so reinballern. Und 1,5er Talent brauchen wir eh nichts geben. Hier der Janu, den müssen wir auf jeden Fall Dribbling und Schusskraft mal geben. Und dann kann er noch kurze Pässe und lange Pässe spielen. Und die Ballkontrolle ist auch wichtig. Das heißt, er braucht auf jeden Fall auch einen. Ach, das hat er schon. Okay. Ein Mentor hat er. Gut. Hier fehlt noch irgendwie eins. Beim Jonathan Rosenbaum machst du mal Dribbling hier in den Sack. So. An sich sind wir jetzt hier alle durch, bis auf die richtig schlechten Talente. Oh, der Raff Gaming hat noch keine. Dribbling. Ballkontrolle. Torriecher. Kurze Pässe. Und Schnelligkeit, würde ich sagen. So. Der Raff. Müssen wir uns merken, dass ich dem auch gleich dann noch einen Mentor gebe. Hier machen wir noch Robustheit. Das ist ja auch hier zum Mäusemelken. So. Jetzt sind wir aber alle durch. Und dem Raff muss ich jetzt auf jeden Fall... Wo haben wir denn? Raphael Hamburg. Da. Einen... Mentor geben, ja, und dann würde ich sagen, Presser, du kümmerst dich um den Raff. Du zeigst ihm, wie es geht, was er hier lernen muss. Der ist ein bisschen introvertiert, das heißt, du musst ihm sagen, hey, komm mal aus hier raus, aber dafür ist er gelassen. Also wird dir nicht böse sein. Das ist schon mal schön. Und dann würde ich sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr böse. Ich war auch nicht böse, weil manchmal redet man einfach irgendeinen Unsinn. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal jetzt hier, machen Ende. Richtig Ende im Gelände machen wir. Das hier können wir mal noch versuchen hinzukriegen, aber das ist auch wieder nicht akzeptabel, deshalb machen wir trotzdem Angebot unterbreiten, wer weiß es denn, ne? Kann ja sein, dass wir einfach sagen, ja, nicht akzeptabel, aber wir machen es mal trotzdem. Wer weiß es denn. Machen wir hier bei Gladbach einfach mal rein, alles nicht akzeptabel. Kommen Sie nochmal zurück, wenn Sie das Angebot überdacht haben. Okay, alles klar. Überdacht haben wir es nicht. Unser Stadion ist auch nicht überdacht, genau wie in Darmstadt. Macht uns aber nichts. Auch schon wieder so Blödsinn. Dem Verein Geld geben. Was können wir noch machen? Guck mal, wir haben sogar Freunde. Der Alexander Rusev ist unser Freund. Der Jakob, der Lampach, der Paulus und der Patrick Schulte. Sehr schön. Wie sieht es eigentlich aus mit Rusev? Ist er ausgeliehen? Hat jetzt schon 5 Spiele gemacht. In Hildesheim, in der Oberliga Niedersachsen. Ja, hat halt alle Spiele gemacht, ne? Das ist auf jeden Fall gut. Freut uns. Ach,
guck mal hier, Freunde habe ich. Ich habe 5 Freunde. 5 Freunde. Rekorde, da haben wir auch noch nie reingeguckt. Bester Spieler war Alexander Rusev. Balassidis Mackie, erfolgreichster Torjäger in einer Saison mit 25 Buden, der Pasiov. In einem Spiel auch der Pasiov. In der gesamten Karriere ist es aber der Merkel, okay. Meiste Vorlagen. Spieler mit den meisten Einsätzen ist der Julian Lohse. Verletzungen hat der Twirdi die meisten erfahren bei uns. Teuerster Transfer der Quadvo, teuerster Spielerverkauf. Chato, da können wir auch gerade nochmal reingucken. Wie sieht es denn beim Chato aus? Der ist gewechselt nach St. Pauli. Hat noch nicht einmal spielen dürfen, leider. Und es hat jetzt im Moment auch nur eine Formstärke von 59. Ja, ich hoffe für ihn, dass er auf jeden Fall noch drankommt. Hier, das war auch ein guter Transfergewinn. Ablösefrei geholt in Julian Wolf und verkauft für 40.000. Nach Wacker Nordhausen, wo er 3 Spiele gemacht hat. Größter Transferverlust, ja. Ja gut, es ging aber auch noch hier. Für 42.000 gekauft und für 40 verkauft. Zu Wuppertaler SV. Da hat er jetzt schon 7 Spiele gemacht. Da ist er wohl auch in der Dings drin, also in der Stammelf. Ergebnisse. Zuschauer, die meisten Zuschauer hatten wir gegen Rot-Weiß Essen. Und schlechteste war gegen Sprockhövel. Okay, auswärts. Okay, auch gegen Essen. Also Essen hat immer irgendwie auch gute Leute dabei. Da kommen bestimmt, die kommen bei denen scharenweise ins Stadion und dann bringen die bestimmt auch immer einige Auswärtsfans mit. Höchster Zuschauerschnitt war letzte Saison 2682. Beste Finanzjahr und schlechtes Finanzjahr immerhin sind beide Sachen im Plus. Na, hier haben wir 2017-18 haben wir richtig Kohle ausgegeben für die Mannschaft. Aber ich würde auch sagen, das fruchtet jetzt so langsam, ne? Also, wie wir sehen, sehen wir hier nichts. Aber die Transfers, die wir gemacht haben, die wir getätigt haben, die meisten davon spielen ja jetzt auch bei uns, ne? Also, der im Normalfall, jetzt so gerade nicht. Aber der Obernosterer und der Quadvo waren gute Transfers. Der Flessers, der Salisidis, der Mackie, der Steini, der Pasiov, der ist ja auch wenn er schon ewig hier spielt, Transfer gewesen. Der Wörle macht sich gut. Also von daher haben die Gelder, die wir hier reingesteckt haben, echt auch was gebracht. Gut, damit ist jetzt mal genug gelabert worden. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und macht's gut, meine Freunde. Macht's gut.